Danke an Anita Mali, die das jetzt schon auf Bezug des Umweltzeichens ganz großartig erklärt hat, worum es da prinzipiell geht. Ich habe auch von hinten vorher gesehen, dass ein Teil schon mit Green Producing oder Green Shooting oder Green Filming Erfahrungswerte hat. Was ist es letztendlich? Für alle, die es noch nicht gehört haben, es ist ein System, nachhaltig und umweltschonend audiovisuelle Produktionen zu machen. Also produzieren, wie wir kennen, nur halt mit dem Gimmick, dass wir schauen, wir sparen überall ein bisschen. Nämlich wir sparen an Energie und wir sparen an Ressourcen und werden somit nachhaltiger. Da gibt es klassische Handlungsleitfäden, internationale und nationale, wo der gesamte Produktionsablauf betrachtet wird und man fängt wirklich bei der Pre-Production, also beim Beginn an, und bis zum Ende einer Produktion schaut man in alle Departments, was geht, was kann ich machen, wo kann ich was ändern, wo kann ich was sparen, wo kann ich was austauschen, und arbeite so eine gesamte Produktion durch, um im Endeffekt nachhaltiger zu werden, im Sinne von ressourcenschonend und letztendlich auch umweltschonend und vor allem effizient zu sein. Das gilt eben für jede Phase der Produktion, und gespart wird Energie, und Energie jetzt nicht nur im Sinne von Strom oder Treibstoff oder Energie, die ich in Akkus oder sonst irgendwas verbrauche, sondern auch natürlich Energie, die schon in Gegenständen drinnen steckt, die ich zukaufe und so weiter oder verwende. Und um das Ganze auch messbar zu machen oder da auch eine Wertigkeit dafür zu bekommen, gibt es dann für eine Produktion eine sogenannte CO2-Bilanz. Da sagt jeder, oh Gott, eine CO2-Bilanz. Ist gar nicht schwierig, weil es gibt da sehr, wie Frau Mali schon erwähnt hat, fachspezifische CO2-Rechner. Es gibt auch fachspezifisches Personal, sowas bin auch da nicht, die das zu bedienen wissen. Und dementsprechend kann man mit CO2 einfach einen Wert herstellen, um einfach mal zu schauen, was macht eine Produktion so überhaupt aus. Und nur wenn man Wert hat, kann man es natürlich auch verbessern, weil irgendwo muss man sich ja anhalten. Deswegen auch die wunderbare CO2-Bilanz. Wir in Österreich haben einen sehr tollen CO2-Rechner, der von der LAFC, von der Lower Austrian Film Commission, über das Evergreen Prisma zur Verfügung gestellt wird, der speziell auf Filmproduktionen abgestimmt ist und den man eben dann bedienen kann und da wirklich sich mal ein Bild davon machen kann, wie das eigentlich ausschaut in meiner Produktion. Aktuell haben wir in Österreich zwei etablierte Nachhaltigkeitssysteme. Das eine ist das schon angesprochene Umweltzeichen Green Production für Film und TV mit der Kennzahl UZ76. Und der zweite Handlungsleitfaden ist der vom Österreichischen Filminstitut etablierte für Kinoproduktionen. Ich persönlich bin ein großer Fan von diesem Leitfaden, weil er ist ein bisschen praxisnäherer Leitfaden für Produktionen, also wirklich für Projekte. Lehnt sich natürlich an dem Umweltzeichen an. Im Prinzip sind alle internationalen Handlungsleitfäden irgendwo ähnlich oder deckungsgleich. Worum geht es? Es geht um Energieeinsparung. Wo sind die großen Baustellen, das ist Mobilität und das ist natürlich der Energieverbrauch im Sinne von Strom am Set. Und das ist überall gleich. Also das ist jetzt nicht so, dass in einem anderen Land plötzlich komplett was anderes wäre. Es ist genauso auch die Nahrungsmittel und so weiter. Also es ist im Prinzip international sehr ähnlich alles, aber jedes Land hat dann halt seine eigenen Nachhaltigkeitsregeln im Sinne von Fördersystemen. Wir haben, wie gesagt, die zwei Systeme. Und jetzt ist es so, dass diese Systeme mit der Investitionsprämie plötzlich in der Umsetzung gefördert werden. Der grüne Bonus. Und das ist wirklich, muss ich sagen, was Sensationelles, weil das ist weltweit einzigartig. Das gibt es in keinem anderen Land. Überall anders ist es so, dass das Green Producing, das, und da müssen wir uns ehrlich sein, mehr Kosten verursacht. Also das ist einfach so. Das sind diese Mehrkosten, anerkannte Mehrkosten in den Herstellungskosten. Also sie sind Teil der Herstellungskosten.
Jetzt ist es aber in Österreich so, dass wir das quasi, diese 5% on top kriegen dafür, dass wir das machen. Hat natürlich auch eine gewisse Challenge, weil man muss es machen und man muss es ordentlich machen. Und da ist es natürlich dann so, dass es natürlich auch die Betrachtungsweise eines jeden Projektes gibt. Kein Projekt gleicht den anderen. Und zu dem grünen Bonus wird es natürlich dann neue Handlungsleitfäden, Richtlinien geben. Wie gesagt, wir haben zwei Systeme, wir haben zwei funktionierende Systeme, wir haben über das Österreichische Filminstitut ein sehr praktikables, das bereits auf Kinofilme sehr gut angewandt wird. Das wird man sehen, wo sich das alles hin adaptiert, sage ich mal. Das wäre auch zum jetzigen Zeitpunkt einfach zu früh, da jetzt schon irgendwas Genaueres dazu zu sagen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt auch in der Investitionsprämie ganz unterschiedliche Antragstellerinnen. Es ist was anderes, wenn jetzt eine Co-Produktion beantragt oder eine Serviceproduktion beantragt oder ein Dienstleister beantragt oder eine rein österreichische Kinoproduktion beantragt oder eine Fernsehgeschichte, weil natürlich die alle unterschiedliche Produktionsvolumina haben. Dementsprechend muss man halt dann auch Richtlinien finden, die für jeden passen und die auch jeder umsetzen kann, um diesen grünen Bonus überhaupt anfordern zu können. Und das wird sicher die Herausforderung der nächsten Wochen, Monate und so weiter, da sich da in der Richtung was zu überlegen. Denn die detaillierten Voraussetzungen zur Einreichung und Anerkennung und Prüfung und Auszahlung für den grünen Bonus, das regeln letztendlich die Förderinstitutionen. Also es obliegt auch ihnen, diese Regeln zu erstellen und diese auch quasi aufzustellen. Natürlich wäre es schön und ist es auch im Sinne, glaube ich, aller, sowohl der Produzenten als auch der Förderinstitutionen, dass es da eine Harmonisierung zwischen den Richtlinien gibt. Also dass jetzt nicht RTR Plus andere Kriterien hat als ÖFI Plus und vielleicht FISA Plus noch einmal was anderes macht, sondern dass das ein Guss wird, dann halt unterschieden in die einzelnen Sparten der jeweiligen Antragsteller. Weil man muss sich jetzt bedenken, ein Tonstudio wird natürlich mit einem grünen Fuhrpark oder einer Maßnahmegenerator am Set nicht wirklich viel anfangen können. Die müssen ganz andere Kriterien erfüllen oder haben sie dann zu erfüllen als ein Dreh. Oder man muss sich dann auch überlegen, wenn nur ein Teil eines Drehs in Österreich stattfindet, wie bewertet man denn? Weil man hat ja nicht ein gesamtes Produkt, das man bewerten kann, weil ja der ausländische Partner in seinem Drehland, wie der dort umgeht und was dort für ein Regelwerk ist. Also das muss man sich alle ein bisschen anschauen, das muss man harmonisieren. Ich bin sehr guter Dinge, dass das funktionieren wird. Ob es jetzt ab 1.1. gleich so funktioniert, wird man sehen, aber es wird funktionieren. Und wichtig ist natürlich bei der ganzen Sache, dass eben alle die gleichen Voraussetzungen und Chancen haben, diesen grünen Bonus abzurufen. Allerdings muss man auch dazu sagen, und ich glaube, das ist sowohl im Sinne der Förderer, auch als im Sinne der, sage ich einmal, aus meiner Sicht grünen Bewegung, ich als Green Consultant muss das sagen, was mir eine Herzensangelegenheit ist, dass das auch schon Regeln sind, die jetzt nicht so aus dem Ärmel zu schütteln sind. Also es muss schon eine Anstrengung auch dahinter sein, weil es geht da auch um Geld. Und Green Producing ist jetzt für manche vielleicht noch ein bisschen ein Angstthema, ist es aber de facto überhaupt nicht. Ich betreue gerade eine große Serie für ORF und ZDF, die jetzt demnächst Drehschluss haben. Ich habe schon zwei Fernsehfilme jetzt fertig im Green Producing. Ich habe einen Kinofilm, den ich gerade abrechne, drei in der Vorbereitung. Das Wichtige ist halt bei Green Producing, man muss das von Beginn an mitdenken. Das heißt, wenn ich jetzt heute ein Projekt mir überlege, dann ist es so, dann muss man diese Maßnahmen, die da halt in den Förderrichtlinienkatalog dann drinnen steht, wirklich von Anfang an mitdenken und nicht erst drei Wochen vor Drehbeginn. Weil dann sind sie auch nicht in der Kalkulation mit eingedacht und dann sind sie auch nicht in der Vorbereitung mit eingedacht. Das heißt, das ist auch ein bisschen das Geheimnis des Green Producings ist Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung.
Da kann man wirklich viel, viel gut machen. Und letztendlich kann man dort auch dann nicht nur Ressourcen sparen, sondern auch wirklich teilweise sogar finanziell sparen. Weil nicht immer, aber manchmal ist es durchaus möglich, auch wirklich Geld einzusparen über Green Producing. Was wichtig ist auch bei diesen Maßnahmen und Katalog oder bei diesen Richtlinien, die es geben wird, ist, dass das natürlich auch Maßnahmen sind, die den Marktgegebenheiten angepasst werden. Wir haben jetzt seit 2 Jahren ein System am Laufen in einer sehr intensiven Probephase über das Österreichische Filminstitut und über die vorher genannten Produktionen, natürlich Fernsehproduktionen, auch über das Umweltzeichen. Nichtsdestotrotz ist es noch kein jahrzehntelanges etabliertes System in Österreich und wir wissen alle, E-Autos, ja, sind schön, wenn sie geliefert werden, 2025. Genauso ist es so, dass halt Generatoren halt den großen Vorteil oder gleichzeitig auch Nachteil haben, sie rennen 25 Jahre, das heißt, das sind auch meistens dann diese Uraltdinger, die dann überall rumstehen, die nicht im Sinne des Grünen produzierend sind. Und da ist es natürlich so, da muss man ein bisschen auf den Markt schauen, muss schauen, was ist da, was kann man schon machen, was kann man schon umsetzen, in welchen Mengen gibt es das, so dass es auch eine Gerechtigkeit gibt, dass man nicht sagt, okay, 2 Filme können grün produzieren, aber dann ist das Equipment aus, sondern dass man dann schaut, okay, macht man Übergangsfristen, macht man alternative Punktesysteme, dass wenn das eine nicht zu schaffen ist, man alternativ was dazu machen kann. Also das ist sicher auch eine große Herausforderung für die Richtlinien. Und was natürlich dazukommt ist, ich habe schon die Harmonisierung angesprochen der Institutionsrichtlinien. Wird man sehen, wie sich das alles gestaltet? Also FISA Plus und ÖFI Plus gehe ich mal davon aus, dass das sehr gut funktioniert. RTR muss man sich anschauen, wenn jetzt in den nächsten Wochen die Richtlinien rauskommen, wie sich das dort gestalten wird. Aus meiner Sicht sehr wichtig, dass alle Institutionen da gleich auf sind, weil das auch für unsere Branche natürlich eine gerechtere Verteilung ist, dass einfach jeder das anfordern kann. Weil es wäre doch schade, wenn bei der einen Förderung grün produzieren de facto gefördert wird und bei der anderen nicht, fände ich jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit nicht so toll. Wichtig ist halt auch, dass man sich jetzt einmal anschaut, wie funktionieren diese ganzen Content-Produktionen. Das heißt, welche Nöte quasi haben Produzenten in ihrer Auftragssituation oder ihrer Produktionssituation, wenn sie grün produzieren wollen. Das ist eben, und da möchte ich nochmal darauf eingehen, es ist eben ganz ein Unterschied, ob ich jetzt ein fiktionales Projekt mache, das im städtischen Raum passiert, oder ob ich ein fiktionales Projekt mache, das irgendwo im Hochgebirge spielt. Ich hatte die Ehre, bei einer EPO-Produktion im Hochgebirge Green Consultant zu machen, also das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Oder ob ich jetzt ein Dokumentarprojekt habe und da möchte ich nochmal wirklich darauf hinweisen, dass da schon Richtlinien in Österreich da sind, die das sehr gut erfassen und auch sehr gut greifen. Und dass es da auch gar nicht mehr so viel braucht, um das auch letztendlich zu adaptieren und nochmal nachzujustieren und zu schärfen und letztendlich dann sehr bald auch, glaube ich, ein guter Handlungskatalog da ist, der auch kompatibel ist mit unseren Nachbarländern. Was man ja auch bedenken muss, wir haben jetzt zum Beispiel ab 01.01.2023 in Deutschland das Green Motion, das ist das deutsche Nachhaltigkeitslabel, als verpflichtend eingeführt. Da gab es bis jetzt eine sogenannte Selbstverpflichtung. Verpflichtend heißt dann, wenn man sich in Deutschland, egal in welchem Bundesland, eine Förderung abholt, muss man grün produzieren, nach dem deutschen Handlungskatalog. Und da ist es natürlich auch sehr gut und schön, wenn natürlich diese Handlungskataloge nicht zu weit auseinanderdriften. Weil sonst fängt man irgendwann einmal an und hat dann irgendwie so einen Nachhaltigkeitsrichtlinien-Dschungel, der dann schon ein bisschen schwierig wird. Und es wird natürlich da in diesem ganzen System Muss- und Soll-Kriterien geben, die es de facto ja jetzt auch schon gibt, die es sowohl beim Umweltzeichen gibt, als auch im Österreichischen Filminstitut.
wo man einfach sagt, das ist einfach die unterste Benchmark, das muss erreicht werden, sonst kann man nicht sagen, dass man eine nachhaltige Produktion gemacht hat. Und dann gibt es Sollkriterien, die man natürlich dann dazu machen kann, soll, nicht nur kann, sondern auch soll, und die somit auch ein einigermaßen flexibles System ergeben. Wichtig ist allerdings bei dem ganzen grünen Produzieren, das ist keine statische Geschichte. Das ist nicht so, dass man sagt, aha, das macht man jetzt so und das machen wir die nächsten 5 Jahre so. Weil Nachhaltigkeit nicht jetzt nur im Filmbereich, sondern generell, wir sind permanent in einem Wandel. Es gibt neue technische Innovationen, es gibt neue Vorgaben von EU oder staatliche Vorgaben, wo man sich mit Nachhaltigkeit irgendwo einfinden muss oder die irgendwas einhalten muss. Vielleicht werden wir auch einmal im Film eine CO2-Bepreisung haben, wer weiß es nicht, wo das hinführen wird. Wir haben eine Marktsituation, die sich permanent ändert. Also vor 1,5, 2 Jahren war zum Beispiel Green Producing noch ganz anders, als es jetzt ist, weil damals war es so klar, das erste Einstiegsding, das du machst, dann grünen Strom in allen Produktionsräumen. Gut, heute sind wir in einer anderen Situation. Auf das muss man auch regelmäßig Rücksicht nehmen. Das heißt, man muss auch diese Regeln regelmäßig und sprich, ich würde mal sagen, jährlich evaluieren, und zwar nicht nur aus dem eigenen Land heraus, sondern auch mit Experten von außerhalb, einfach mal zu schauen, wo geht die Branche hin, wo geht die internationale Branche hin. Und gerade mit der Investitionsprämie haben wir ja jetzt auch, öffnen wir uns ja auch dem internationalen Markt. Diese Innovation des Green Bonus kommt international wahnsinnig gut an. Die sind alle wahnsinnig begeistert, weil überall anders müssen sie das quasi ins Budget reinquetschen. Und dementsprechend muss man auch da sehr offen bleiben und braucht auch Richtlinien, die sehr offen sind, dass man das regelmäßig nachevaluieren kann. Dass man es eben den Marktgegebenheiten anpassen kann, dass man es den Förderkollegen anpassen kann und dass man einfach eine schöne, homogene Filmlandschaft kriegt, wo man gut und schön und nachhaltig produzieren kann. Das ist dann halt, da muss man halt alle einbinden, da muss man die Branche einbinden, da muss man die Stakeholder einbinden, man muss Experten sich holen, man muss die eigenen Experten im eigenen Land dazu holen und vor allem, man muss mit den Förderinstitutionen ganz eng da auch zusammenarbeiten und ihnen Feedback geben, weil auch das Feedback für die Förderinstitutionen ist total wichtig, weil die ja unsere Richtlinien letztendlich dann machen und nur durch die Zusammenarbeit funktioniert das. Und das ist auch das Credo von Green Producing, das ist ein Teamwork. Also das kann auch keiner alleine machen. Das ist auch im Aufsetzen eines Green Producing Prozesses in einer Produktion, das ist Teamwork. Da greift jedes Department ineinander und dass jeder angehalten halt sein Schäuflein beizutragen und das große Ganze bringt dann das Einsparungspotenzial. So, jetzt ist es also soweit, wir kriegen das ab 1.1. Was mache ich als Produzentin, wenn ich es beantragen möchte? Ich kann jetzt als Green Consultant empfehlen, ich schaue mir mein Projekt einmal primär sehr gut an und überlege mir, kann ich es überhaupt einhalten? Also kann ich es überhaupt umsetzen? Ich muss ganz ehrlich sagen, nicht jedes Projekt kann ein grünes Projekt sein. Also jetzt kommt immer auf die Richtlinien drauf an, aber nicht jedes Projekt kann wahrscheinlich die Richtlinien erfüllen. Weil es einfach Produktionen gibt, die von ihrer Ausgangssituation schon so flugintensiv, fahrintensiv, ich weiß nicht, also generatorenintensiv oder verbrauchsintensiv sind, dass man sich da wirklich überlegen muss, fordere ich den grünen Bonus von Anfang an mit an und nehme ihn in mein Budget auf und schaffe dann womöglich die Prüfung nicht? Oder überlege ich mir das wirklich gut vorher. Da kommt jetzt ein neuer Filmberuf, den vielleicht den einer oder anderen schon gehört hat, ins Spiel, den auch ich seit 1,5 Jahren ausübe. Das ist der sogenannte Green Film Consultant für Film und TV. Das heißt, das sind Menschen aus der Branche mit Branchenerfahrung, jahrelanger Branchenerfahrung im besten Fall, die diese Zusatzausbildung gemacht haben. Das ist eine Ausbildung, die sehr technisch teilweise ist, organisatorisch, buchhalterisch, eigentlich all das Filmproduzieren umfasst,
in jedem Department. Also ich war auch sehr überrascht, dass ich dann Elektrotechnik mir wieder aneignen musste. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, so ein bisschen so Schaltkreis oder so im Gymnasium in der 6. Klasse oder so. Aber ja, auch das ist ein Thema. Weil der Consultant ist natürlich der Berater, der versucht oder der die Hilfestellung gibt, ein Projekt aufzusetzen, zu begleiten, mit den Departments Rücksprache zu halten, die das ganze Reporting macht, dann am Schluss auch die Bilanzierung macht und den Endbericht schreibt, den sie dann letztendlich braucht bei der Abgabe. Es ist dann so ein bisschen wie der Filmgeschäftsführer, wir machen heute den CO2-Bericht am Schluss mit allem drum und die grünen Belege dazu sammeln und das Fotomaterial und so weiter. Das ist beim Umweltzeichen nicht anders, das ist aktuell auch schon so, das ist ein sehr umfangreicher Bericht, den man da abgeben muss, mit Bildmaterial, wo, wie man Müll getrennt hat und alles Mögliche gehört da dazu. Und dann letztendlich die Produktion auch durch die Prüfung führt. In Österreich gibt es die LFC mit dem Evergreen Prisma, die die Ausbildung für die Green Consultants macht. Die haben auch eine sehr tolle Homepage, wo man sich alles aneignen kann an Wissen, was es aktuell über Green Consulting in Österreich gibt oder Green Producing, und haben auch eine große Seite mit allen Absolventen. Das heißt, wenn man jetzt einen Green Consultant sucht, dann findet man dort. Und es gibt auch seit kurzem einen Verband der Green Consultants in Österreich. Die Obfrau ist die Babsi Weingartner, die auch eine sehr erfahrene Consulterin ist. Und an die kann man sich auch immer wenden, wenn man jemanden braucht, um einfach einmal ein Projekt so durchzuführen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, wenn man noch nicht sattelfest ist oder noch nicht grün produziert hat oder grün eingereicht hat in irgendeiner Art, würde ich schon sehr empfehlen, dass man sich da vielleicht vor der Ersteinreichung einen Consultant zur Rate holt und einfach mal das Projekt durchschauen lässt und dann gemeinsam überlegt, wird man diese Hürden alle schaffen, macht das Sinn, das einzureichen, und wenn es vielleicht für dieses Projekt noch nicht passt, aber trotzdem auf jeden Fall versuchen, so grün als und nachhaltig als möglich zu arbeiten, weil, was meine Erfahrung gezeigt hat, es ist auch Übung. Es ist wirklich Übung. Man macht es einmal, man macht es zweimal, und es geht dann einfach auch ins Produzieren über. Also es ist einfach, es wird eine Normalität. Man ist am Anfang, denkt man sich, oh Gott, und wenn man es dann ein, zwei Mal gemacht hat, dann weiß man einfach, wie der Hase läuft, und dann weiß man auch schon, gut, mein Team braucht vielleicht eine Woche mehr Vorbereitungszeit, weil wenn nachhaltig produziert werden muss, dann müssen die mehr recherchieren, dann können, jetzt kann die Kostümbildnerin nicht einfach zum H&M rennen und alles holen, sondern dann muss sie dort den Flohmarkt besuchen, dort in den Fundus gehen und alles Mögliche sich anschauen, das braucht mehr Zeit. Und Zeit ist wahrscheinlich auch einer der kostenintensivsten Faktoren im Green Producing, weil gute Vorbereitung braucht Zeit. Und da wird wahrscheinlich auch, solange das noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, wahrscheinlich auch das meiste Geld liegen bleiben am Anfang.